the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right, BA select. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within und wir starten direkt ins Geschehen. Okay, was passt mir aus? Erstmal kurz. Ah jo, da bleibt uns eigentlich nur die Pisse übrig. Und lol, das sind zwei. Noch die Welt. Ja, was geht denn bei denen ab? Inkompetente Lutscher. So, also einsammeln. Die müssen wir nicht mehr verbrennen? Ne, müssen wir nicht, die sind tot. Und... So, wir sind auch schon wieder ganz sonst noch was von Upgrade. Nein. Gut. Ach du Scheiße, wir machen jetzt so einen Labyrinth-Kack mit uns. Ey, da sind Teile. Oh. Wow. Perfekt, und erstmal hier alles zerschlagen. Klar, aber wenn man Kisten mit der Axt zerschlägt, verschwindet die Axt nicht. Aber wenn man Gegner damit zerschlägt, dann locker. Logisch. Natürlich, ist logisch. Die Gegner haben da so eine Säure und die ist halt so stark, die zersetzt wirklich aber alles. Die Hand, die also menschliches Fleisch ist natürlich dagegen immun gegen diese Säure. Ja. Ist logisch. So Standard halt. Nee, ich meinte eigentlich, dass die das zersetzt, dass diese Säure. Ach, okay. Was liegt hier so? Achso, ich dachte, da geht's noch weiter runter, aber es ist ja nur Blut. Ach ja, die Softbox hat mal wieder einen Streich gespielt. Mann, hör doch mal auf! Scheiß Softbox, ey! Kidman, wo bist du? Also hier liegt nichts. Ich mach da noch so ein Foto. Ich mach da noch so ein Foto von der Softbox, wie die so voll traurig guckt und dann so... Oh Mann! Dann schneide ich es da rein. Und so. Jetzt können wir kommen, da liegt noch mal was. Noch ein Bullshit. Boah, oh, lecker! So ey. Paar Leichenteile, fett. Kommen wir drunter. Alter, jetzt ist echt creepy. Wo sind wir denn jetzt? Creepy. Aber sowas von derbe. Ah, jetzt sind wir einmal hier durchgegangen. Yeah. Aber gibt's hier noch was? Nee, ne? Nee, hier hab ich alles abgesucht. So stimmt, hier waren wir ja gerade eben. Genau. Und... Lass mal rübsen. Unterdrücken. Kontrollpunkt. Ich hoffe, mein Handy vibriert nicht unter dem Mikro. Hör auf! Kontrollpunkt mag ich immer sehr, dieses Zeichen. Weiß nicht, darf ich da runterspringen? Können wir da rüberspringen vielleicht auf so ein Ding? Halt durch! Nein. Dann nach unten. Also hier geht's nicht weiter. So, wir starten das Let's Play von vorne. Wir wollen nämlich nochmal wissen, ob das nochmal das auch anders geht. Achtung! Da kommt. Nein, warte, die fallen alle runter. Schlag ihn einfach. Blöde Fatze! Ja, genau, hey, was war das? Ah, Mann! Nice. So, die sind weg. Die haben aber auch nichts fallen lassen. Ich finde, ich bin nicht blöd von denen. Ah, das sind unsere Friends. Sebastian! Ah, geil! Kann die Tussi die Typen umbringen? Finde ich nice. Nee. Ah, nee, das ist der Typ. Aber der hat gerade ein Headset-Wash von dem. Komm, knallen ab. Der Dicke. Oh, holy Dicke. Shit! Der Dicke! Das sieht aus wie mein Zahnarzt, mein Scherz. Was macht mein Zahnarzt in diesem Spiel? Junge, wie viel kann er denn? Das weiß ich, Alter. Richtig gestört. Alles okay bei euch? Alles klar! So, nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Uns geht's gut. Meiner Mama auch. Da links. Da links war glaube ich noch was. Da. Ja. Ja, stimmt. Glibber. Okay. Da rechts war noch eine andere Tür. Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Aha. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben. Können wir bitte aufhören, uns Sebastian zu nennen? Wir zählen auf dich. Also mal bitte aufhören, uns Sebastian zu nennen. Ja. Sebastian klingt viel cooler.
Da musst du immer an den Sebastian aus Little Britain denken. Kennst du? Sebastian. Ist das nicht die Sekretär? Ja, deswegen, der eine Sekretär von dem. Ist das der Premier? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Das ist so geil, ey. Weiter jetzt. So. Genau. Hallo. Ja, dann mach auf. Blöde. Oder muss ich dich vorher abschießen, ne? Gehen wir. So. Ja, damit. Grabschieh an den Namen. Deiner Scherz. Nein, okay. Hören wir auf damit. Gott sei Dank, ihr seid okay. So, jetzt lass uns mal ein bisschen ernst werden. Warum würden wir die Gefangenen nicht töten wollen? Ja, das ist auch sehr ernst. Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? What the fuck? Wow! Läuft bei uns. Nein! Diese Arme kenne ich doch. Wow. Das sind doch die Arme von der blöden Schlampe, von dieser Spinnentussi. Von dieser Hure! Ich müsste, glaube ich, einfach mal Piep-Töne reinmachen, immer wenn wir irgendwas sagen. Ja. Das würde, glaube ich, so lustig kommen. Okay. Und haben wir schon wieder unsere Kumpanen verloren. Guck mal den Schrank da rein, ich glaube, den konnte man öffnen. In diesem kleinen da. Der steht sonst nie. Okay, man kann man doch nicht. Mann, Scheiße, geh Mann. Auf! Geh auf! Ich würde einfach dagegen treten, bis ich das aufmachen kann. Upgrade Room. Finde ich cool. Finde ich cool. Tagebuch? Ah ja, so viel haben. Hier liegt nichts. Und. Detective Sebastian Castellanos und Detektive Myra Hansen, die sich selber über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Sonntag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr in The Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Ist also schon ein bisschen her, also wir haben ja schon im Jahr 2014, also es könnte schon so 9 Jahre her sein, das ist grenzwertig. Wir haben keine Schlüssel bekommen, ne? Sebastian. Nichts öffnen. Leider nicht. Also du kannst mal. Zu nah. Etwas vergessen? Ja, ich will speichern, bitte, und Und ich will dich abknallen, du Fatz. Was passiert eigentlich, wenn ich die... Schieß mal. Jawohl. Sieh das? Okay. Man nicht verschwendet. Egal. Ich will nach Hause. 4000, das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Ja. Mal gucken, was mehr damit. Was ich auf jeden Fall gerne machen würde, wäre den Nahkampf verbessern. Weil falls man mal keine Muni hat, kann man direkt Nahkampfschaden 180 Milliarden Mathe, Prozent. Fitness. Da Nahkampfschaden. Kostet 3000. Oh, das weiß ich aber noch nicht. 3000 ist schon viel. Mach mal kurz, was gibt's noch? Vielleicht sollten wir vielleicht nochmal die Knarre ein bisschen aufwerten, weil für die haben wir am meisten. Ja, die ist halt. Halt von dem Schaden, weil die hat wirklich am meisten. Weil wir müssen die so hinkriegen, dass die mit einem Schuss einfach den Head wegwäscht. Ja. 12.000, ey. Ja, okay. Doch okay, behindert. Läuft bei denen. Können Genauigkeit nochmal nehmen. Kritisch vielleicht, bei kritisch plus 3.000 kaufe mehr. Machen wir das? Komm, machen wir das. Aber was vorher gibt's erstmal. Lag. Ich liebe Lags. Ich auch. Ich liebe Lags. Ich liebe Lags. Aha. Ist das etwa ein Lineal? Ja. Nein. Das hast du jetzt nicht erwartet, ne? Nee, hab ich auch nicht. So. Dann haben wir noch 1000 übrig. Für wollen wir die sparen? Dann können wir später vielleicht zusammen mit 12.000. Ja, vielleicht gibt's ja Zinsen drauf. Das wäre geil. Ja. So Zinsen. Ja. Dann speichern wir nochmal kurz, ey. Und dann geht's aber hier richtig. Dann gibt's die Post. Dann geht die Post aber los hier. Wo soll ich speichern? Innere Tiefen. Annehmen. So. So. So der Lecker. Und. Ja. Diese Ausdauer immer. Puh. Dieses Spiel, das ist schon... Das Spiel ist schon krass. Definitiv. Zwei hier Leertasten halten. Stand ich gerade eben schon da, diese Puppe? Hier war doch immer irgendwas. Ah, genau. Karten. Ah. Das haben wir in manchen Räumen gar nicht aufgesammelt, ne? Keine Ahnung. Wir sind dumm. Nein, du wanderst in den Spiegel. Schwandern aber die Schuss, die macht mich schwer fertig, ey. Die sieht ein bisschen crazy aus. Ja, Mann. Nicht vertrauenswürdig. Wo kommen wir her? Ja, wird schon passen. Hallo. Oh! Hallo. Alter. Kann ich das jetzt auch da verlieren? Die Typen direkt abburnen. Burnen.
und direkt durchlaufen. Schadet mir das eigentlich? Was ist mit dem? Das Verbrennen? Da ist noch Dingens. Nice. Wie viele Dingens haben wir eigentlich noch? Oh! Mann! Alter, noch einer. Ja, aber nee, das ist eine Puppe. Oh, und erstmal Lag. Da siehst du noch die Hand von der Puppe. Was nehmen wir denn? Schatz ist leer. Na gut, da bleibt uns das hier übrig. Lol, wo kommt die denn her auf einmal? Ja, die... Blöde Schlampe. Na Mann! Oh! Ja, guck mal, das kritisch hat direkt was gebracht. Das hat ja direkt die Türen weggebasht, ja. Ey. Ja. Was ist da los, ey? Okay. Schrotzen. Burn? Nee, brauch ich ja nicht. Nee, ist tot. Und die Tosti hat nichts gebracht. Blöde Bitch. Ja, sinnlos, ey. War da vorne noch was? Weil der. Nee, ne? Oder da vielleicht, wo die uns erschreckt haben, war da vielleicht noch was? Ich erstmal alles absuchen. Genau. Die ist natürlich wichtig. Okay, ich glaube nee, hier nichts. Liegt nichts. Alles aufgebraucht. Sehr schön. Ich bin saufroh, wie das in letzter Zeit mit den Parts klappt, mit den Speicher-Dings und so. Und auch die Lags haben wir gefühlt abgenommen. Ja. Das ist nicht mehr so oft wie die letzten. Und vor allem auch nicht mehr so stark. Ja, okay, wenn jetzt welche kommen, dann... Einfach dahin locken. Genau, und anzünden. Oh, geil. Alter, du kannst das brennende Zeug verwenden. Genau, ja, ich wollte zählen. Scheiße. Der ruht sich aus, der Wichser. Boah, Alter, und ist schon wieder Gänsehaut, ey, das kann... Oh, fuck, ich glaube, wir können die aber nicht umbringen ohne das Feuer, oder? Ach komm, nehmen wir doch mal hier. Junge! Hat das jetzt was gebracht? Mit Feuer scheint zu gehen. Okay, die ist tot. Die ist tot. Junge, ist sau gut, ey. Okay, warte, wir gehen nach links und holen noch den Krams. Oder haben wir den schon... Nee. Warte. Alter, diese Schlampe, ah, perfekt, ey. Gut. Die erschreckt uns immer wieder aufs Neue. Unglaublich. Brauchen wir wieder Streichhölzer, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben. Oh! Ah! Jetzt erschlagt das mit F. Da gibt's immer Schlüssel raus. Ja, wo sind die jetzt hin? Diese blöde Scheißviech. Hat der Rabe das? Ja, ich glaube schon, oder? Ah, okay, da müssen wir jetzt abschießen. Mit der Granate! Stopp sie dem in den Arsch, ey. Boah, Alter. Warte, auf der Höhe ungefähr. Alter. Oh. Alter. Scheiße. Scheiße, warte. Jetzt. Nice. Der schlagt halt einfach hier. Das geht bei dir. Alter, was ein geiler Bug. Gib dir den Bug. Nice. So, jetzt scheint er aber endgültig zu liegen. Hast es jetzt mal. Gut, jetzt wie rüste ich meine Faust aus? Mit F. Oh Mann! Egal. Mit ja, F, ich hätte einfach. Mit F legt man einfach. Oder das, die Steuerung ist verwirrend, aber kann man nichts machen. So, jetzt haben wir jetzt weiter, würde ich sagen. Zurück geht's jetzt nicht mehr, oder? Wahrscheinlich nicht mehr. Also diese Schlüssel können sich halt lohnen oder halt auch nicht. Ist immer unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, dass wir dieser Schlampe noch öfter begegnen werden. Ich glaub hier ich ist auch. Feuer. Was war das? What's going on here? So. Ich glaube, wenn die Tussi kommt, müssen wir dieses Fass abschießen. Wenn sie kommt. Aber was ist mit diesem Typen? Und aber ich würde... Wir haben nur noch einen Streich, jetzt nicht für den. Nee. Nicht für den. Okay, das lieber schießen auf die Fresse oder so. Gut, wir haben noch 6 Schuss. Das... Läuft alles nicht so optimal. Das ist eine Fackel, das ist praktisch für die Tussi, glaube ich. Ja, Mann. Jetzt weiter hoch. Okay, hier ist eine Falle. Mit der Falle kann man natürlich die Tussi auch umbringen. Probier die mal aus. Die krasser, das geht ja. Runterklettern. Oh. Na, was bringt uns das? Ja, wenn die Tussi da reinlatscht. Ist die aber erstmal nicht zerfetzen, ey. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die auch ganz tot, ich weiß ja nicht, aber ich vermute es mal eher nicht, weil so viel Feuer wie wir hier haben.
gucken, was da drüben. Ah, Schrot. Schrot, perfekt. Wir brauchen aber ein bisschen mehr. Glaube ich, insgesamt. Na, warte. 5 und. Ja, wir haben noch 5. Drück mal F. Oh, da drüben ist wieder so ein Bewegungskiller, oder? Ja. Drück mal F, um die Kiste zu zerschlagen. Vielleicht ist da noch Streichhölzer drin, oder? Oh, so. Stimmt. Gut Ding. Aber immerhin. Schrott! Finde ich auch nicht schlecht. Hm. Jetzt haben wir genau, die. Einfach wieder mitnehmen. Joa, nee. Was haben wir hier? Da kommt die bestimmt jetzt gleich raus, pass auf. Da ist da jemand, oder? Nee. Okay, nee, das ist einfach nur ein Lämpchen. Okay. Boah, ey. Hier muss man ja echt auf der Hut sein, aber überall, ey. Boah, der hat auch noch eine Fackel neben sich liegen. Okay. Hier muss ja noch irgendwas sein, ne? Guck mal nach da unten. Oder kommen wir daher? Nee, da, von da kann man nicht. Aber hier in dem Raum muss ja noch irgendwas sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Müssen wir aber nach unten, oder? Ich weiß es nicht. Was ist da hinten noch? Hä? Da hinten war da eine Tür? Nee, das ist ein Fass. Nee, da ist eine Tür. Oder was ist das Rote da? Boah, du Fotze, kam schon wieder, du so blöde Hure! Das brennt sie. Sie brennt, glaube ich. Und jetzt kann ich sie ja theoretisch hier reinlocken. Wow! Oh Junge, das ist unheimlich. Ja, trotzdem nochmal. Ja, sie holt sich den Leute. Oh, Junge, Alter, das ist ja so krank gerade. Ich glaube, sie ist tot. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Sie ist auf jeden Fall unser Freund. Ist sie tot? Geht es sonst? Ja, die ist nicht tot. Die ist auch geknechtet ohne Ende. Sicher? Weil, einfach nochmal. Egal, das geht doch nicht. Ist sie noch da unten? Ein Fuck! Wow! Fuck, du Fotze, du blöde Hure, verpiss dich da mal, du! Ah, Mann, Scheiße. Junge, ist das krank! Ich glaube, wenn die einfach in unserer Nähe ist, müssen wir abbauen direkt. Boah, die Schlampe macht mich fertig, ey. Oh, Junge, das. Ah, ist das ekelhaft. So eklig aus, Alter, so richtig eklig. Ekelhaft. Okay, was macht man am besten? Die Fackel war schon mal keine schlechte Sache. Ja. Dann gehen wir, wenn wir die Fackel haben und die damit angezündet haben, gehen wir zu diesem Gitter. Ja, genau. Und dann warten und halt ein bisschen. Warten in dem Gitter und warten, bis die kommt. Ja, genau. Und dann gehen wir hoch oder warten an der Leiter. Wir klettern an die Leiter kommt, und gucken, weil wir sehen, dass wir schon oben sind. Und gucken, wann sie kommt und dann machen wir oben dieses Ding an. Vorhin war ja nur das Problem, dass wir es einfach zu früh gezündet haben. Wir haben schon wieder Lag. Ja, bei uns. Genau, Mann. Okay. Dann also hier liegt einmal eine Fackel. Dann können wir nochmal die Schrotzenmuni einsammeln. Genau. Oder ist die noch nicht? Genau da. Komm. So. Hallo? Mit F. Da. Also. Hallo? Komm. Hab ich schon genommen oder was? Nee. Hey, diesmal war es auch keine Schrotzenmuni. Egal. Und hier liegt auch noch mal was. Okay. Dann müssen wir nach... Da kommt die raus. Da ist auch noch mal was. Und, genau, und da müssen wir hin. Da schlagen wir sie mit der Axt. Ja, wo müssen wir jetzt hinrennen dann? Und dann nach links, weil da ist, glaube ich... Oder warte, ja. Nee, guck warte, das erstmal an. Ach, okay, scheiße, ich wollte eigentlich gar nicht... Hau ihr das Ding in die Fresse. Direkt? Ja. Komm her, du Schlampe. Fuck. Leider. Alter, ich fass es nicht! Du darfst nicht so viel rennen. Alter, komm! So unlogisch. Warum chillt er dann da einfach vor der? Ganz ehrlich, wenn ich da in so einer Situation wäre, ich würde so ausrasten. Stopfen, ey. Ganz ehrlich. Junge. Okay, oh, nochmal. Wir machen das. Wir kriegen das hin. Ja, Mann. Definitiv. Und ich glaube auch, dass diese Fässer was bringen. Wenn wir die anzünden. So. Ja, vielleicht, wir können die ja rum, lass doch mal die Ausgänge zustellen. Vielleicht geht das ja. Also mit den Fässern oder so. Wir können die ja drehen. So. Dann nach da unten. Muni holen. Nicht bei ihr da lang gehen, sondern sie direkt. Ja. Also wir gehen, wenn, dann von links. Da wo der Zaun so, wo wir die runterlocken können, direkt ist.
Leertaste treten. Warte, dann stellen wir die einfach mal. Jetzt, ja, das könnten wir zustellen. Ja. Wenn das geht. Wäre eine gute Idee auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall bestimmt anzünden. Also würde ich jetzt nicht dahin laufen. So, genau, perfekt. So, das wird ja schon reich. Wenn die rauskommt, ist jetzt hier nochmal ein Fass irgendwo. Naja, gut, die können wir nicht anzünden. Okay, wir machen das so. Wir machen das so. Du gehst, genau, geh da runter. Dann geh nach links. Ist hier nochmal. So, und dann. Da ist auch nochmal ein Fässchen. Genau, das Fass stellst du da hin. Und wo müssten wir dann hinlaufen? Nach hier rechts, glaube ich. Warte. Stell das mal da einfach vor diesen Ausgang da. Genau. Und wir zünden einfach alles an. So, ne, wir zünden das noch nicht an. Wir zünden das erst an, wenn sie da in die Nähe kommt. Genau, das reicht eigentlich schon. So, jetzt gehen wir nach da rechts in diese, in diesen Gang. Also nach da rechts. Wo ist das jetzt hier? Hier musst du rein, ne? Wenn du da rechts gehst, nämlich jetzt gleich vor der Treppe. Genau. Da ist nämlich dieses Ding. Da müssen wir die hinlocken. So. Du gehst jetzt zu der hin. Und ich gehe zu ihr hin. Fackel in die Fresse. Ja, aber erstmal muss ich die anzünden, oder? Nee, oder du, kann ich auch drauf schießen einfach? Du haust dir die Fackel in die Fresse und dann, du gehst von da rein, dann haust du ihr da die Fackel in die Fresse, dann kommst du hier runter, wartest, bis sie vorbeikommt, dann schießt da drauf. Dann laufst du nochmal dahin, dann könnte ich ja dahin nochmal hinlaufen. Oder nee, wir machen es noch besser. Da ist ja auch nochmal... wir machen es noch besser. Du kommst von da, haust dir die Fackel in die Fresse. Wenn sie dann zu dir kommt, schießt du auf das, du läufst hier weiter, dann schießt du auf das, was da links liegt. Dann gehst du unten runter, hier hoch. Genau, hier hoch und dann. Dann kommt sie hier hin und dann schießt du auf das. Genau. So machen wir das. So. So, jetzt kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen mit diesem ultimativen Plan. Also besser geht das ja nicht. Erstmal Fackel in die Fresse, warte. Haben wir genug Muni für die. Warte. Ja, ich glaube, die Muni bringt halt. Ja, wir müssen ja auf das Ding schießen. Aber du musst die Fackel. Weil der kann nicht beides gleichzeitig. Ja, ja, okay. Du musst du dann halt. Aber sie brennt ja auch erstmal ein Stück. Da hast du ja genug Zeit, um das. Warte, die Dings liegt da? Links. Oder wollen wir nicht lieber das Dings nochmal ein bisschen weiter in die Mitte stellen? Oder. Nee, die Gefahr ist viel zu groß, dass wir da nah zu nah dran sind. Wir machen das jetzt aber so. Okay, gut. Passt. 3, 2, 1. Auf die Scheiße. Also, hau dir das Ding in die Fresse. Komm. So, jetzt läuft sie weiter. Und jetzt schießt auf das Ding. Kommt. Aber nicht so nah selber dran. Warte, bis sie kommt. Wo ist sie hin? Die kommt bestimmt zu uns. Fuck. Sie portet sich. Warte. Oh fuck, ey. Jetzt kann der nicht mehr. Jetzt macht der erstmal Pause. Da kommt die Fotze. Diese blöde Hu! Okay. Ich hab jetzt schon... Musst du auch bei der Ausdauer mal drauf achten, dass du... Nein! Wieso? Das ist doch asozial, Alter. Ganz ehrlich. Wieso kann die uns denn direkt ownen? Mit einem Schlag. Ich weiß es nicht. Ey, ohne Mist, das macht einen so verrückt. Ich probiere das jetzt mal. Okay, gut. Wir probieren das jetzt. Ich will das jetzt noch hinkriegen, ja? Ich will das jetzt noch hinkriegen. Ich krieg das auch hin. Ah, warte. Ah. Studiowechsel. So. Unser Studiowechselsystem. So. Boah. Wie machen wir das jetzt am besten? Hoffentlich ist die Kamera scharf. Die ist scharf. So. Also, wir stellen das hier hin. Das ist krank! Okay. Wir machen das jetzt. Das machen wir jetzt noch. Wir stellen es einfach wirklich neben die Fässer. So, ein bisschen kann man das... Obwohl, ja, nee, das ist glaube ich schon ganz gut so. Ja, das sieht gut aus. Dann holen wir uns hier eine Fackel. So, hauen der das in die Fresse. Wenn wir das hier fertig haben. Das holen wir uns. Boah, das ist eine krasse Aufgabe, ne? Das ist mit System. Also wer das beim First Try schafft... Okay, das ist immer unterschiedlich, was hier kommt. Wer das beim First Try schafft, ist echt... Ja, genau. Das ist echt Respekt. Wer das beim First Try schafft, not bad. Wir verbarrikadieren uns so ein bisschen. Mit den Dings. Ja, aber die kann sich ja unter uns auch herporten. Das ist ja das Problem. Ja, und wenn sie sich, wenn wir die vor die Fässer, da müssten wir die. Okay, wir machen schon irgendwie. Wenn wir die vor das Feuer stellen. Ja, ist. Oder glaubst du, die wir probieren es noch mal. Boah, diese Hölle, da war auch nochmal ein Fass, ne? Ja, das habe ich da hingestellt. Achso, okay, gut, ja. Okay, wir machen das jetzt irgendwie. Ich krieg das. Wir schaffen das. So. Komm her. Blöde Bitch.
kann jetzt. Das ist echt schwierig. So, ich will gucken, wo sie kommt. Genau, das habe ich erwartet. Wo ist sie? Wo ist die Slut? Wo ist die? Nur noch die Schrotze. Oh! Schieß drauf, schieß drauf. Jetzt, perfekt, perfekt. Na, ah, Mann! Wieso geht die Scheiße nicht in die Luft? Perfekt. Und jetzt in das Dings gleich. Jetzt noch in den Locken, perfekt. Aber nicht, dass die sich jetzt wegnehmen. Man muss halt darauf achten, wo die herkommt. Da hinter uns, hinter uns. Jetzt um fuck, die wir brennen selber. What the fuck, wann ist das letzte Mal passiert? Also ich glaube, das ist sogar noch nie passiert. Und jetzt einfach da hoch, dann in diese Feuerhalle. Fuck, was machst du? Der zündet erstmal den Typen auf, sehr schön. Jetzt warten sie da rein. Ich glaube, sie ist schon da. Sicher? Nee. Ja, jetzt. Ja. Ist sie unten oder kommt sie hoch? Nein. Och Mann! Hier ist noch eine Fackel. Perfekt, perfekt. Stirb du Kartoffel. Oh, fuck, schon wieder zu viel. Lauf nochmal außen rum. Warum kann ich die nicht mit meiner scheiß Lampe anzünden? Lampe. Mit meiner Glampe. Ich glaube, die muss da rein, sonst stirbt die nicht. Ja. Direkt. Willst du mich verarschen, ja, blöde Hure? Ja, wenn wir uns jetzt selbst anzünden würden. Das wäre ein bisschen dumm. Ja, okay. Oh. Boah, jetzt wäre es halt so optimal. Aber die ist dann eh wieder weg. Ja, das Teil funktioniert auch gerade gar nicht mehr. What's going on here? Oh mein Gott, Leute. Was machen wir? Wieso funktioniert das eigentlich nicht? Wieso ist das jetzt hier eigentlich unten? Ich meine, kann man das nur einmal verwenden oder wie? Oh, holy crap. Nee, warte mal. Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, genau, das ist das Einzige, was es noch geht. Es kann ja wohl nicht sein, dass man das nur einmal verwenden kann und das funktionieren muss. Das wäre ja wohl schwul. Alter. Ah, hier ist nämlich noch so eine Idee. Jetzt zieh dich doch mal nach da unten, Alter. Ganz ehrlich, du blöde Slut. Also, das ist echt nervig gerade. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Wieso kann die nicht einmal verrecken, ey? Ja, wir müssen Schluss machen. Oh. Da sieht man mal, wie logisch dieses Spiel ist. Wir haben jetzt schon 50 Mal angezündet, ey. Ja. Okay, wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Genau. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und sorry, dass wir es jetzt nicht ja, so gut leider hingekriegt haben. Auch ich bin ein inkompetentes... Ja, wir sind alle inkompetent. Ja, aber wir sind auch nur Menschen. Es ist sau schwer. Genau, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Haut rein. Ciao.